Ja, gerade nämlich diese Konzerne haben ja ganz andere Möglichkeiten, als es zum Beispiel man auf PCs hat, weil da sind ja immer die ganzen Kompatibilitätsprobleme und so weiter. Das heißt, dass die wirkliche Spieleindustrie mittlerweile auch viel mehr auf den Konsolen läuft. Also sie hat natürlich früher auf Konsolen mehr existiert und dann gab es eben sozusagen diese große Phase, wo es eben auf die PCs ging, wo es immer dieses neue Grafikkarte, neue Spieleprinzip war. Und mittlerweile scheint es so, dass das Ganze auf die Konsolen zurückgekehrt ist. Ja, ganz offenbar ist es das. Ich finde mittlerweile auch, dass aber mittlerweile einfach viel genauer gefeilt wird an Innovation. Es ist heutzutage nicht mehr das Machen eines neuen Genres, sondern zum Beispiel wie bei, nehmen wir mal Spec Ops The Line als Beispiel. Das ist ein ganz normaler Ego-Shooter, Ego-Shooter Unsinn, Cover-Shooter. Und das Einzige, was dieser Shooter-Patch noch extra einbaut, ist einfach eine Sand-Engine. Dass du praktisch den Sand, der da ja massiv vorkommt, einfach auch gegen deine Gegner verwenden kannst. Eine ganz kleine, ja, ich nenne es jetzt mal Innovation, eine ganz kleine Innovation, die aber vielleicht das Gameplay wieder so interessant macht, dass du es dir nochmal antun kannst. Und vielleicht reicht das ja heutzutage dann auch schon. Ist es ja dann weniger wichtig, sozusagen, wie groß eine Innovation ist, also wie viel auf einmal passiert, wenn nicht vielmehr warum, also was genau. Und was macht jetzt zum Beispiel diese Innovation gerade gut und was macht zum Beispiel in Anführungsstrichen Innovationen, wie zum Beispiel bei Spore war zum Beispiel ja dieses quasi Spin-off von Sin City, wo man sich quasi seine gesamte Lebensform von Grund auf die Planeten und dann wurde es zum Strategiespiel und alles in einen Eimer geklatscht, was auch zu dem Zeitpunkt was Neues war. Aber es ist ja katastrophal schiefgegangen. Also warum ist quasi diese Innovation schiefgegangen, aber zum Beispiel andere, selbst kleine Innovationen können viel Erfolg haben. Ja, Spore war ja im Grunde genommen auch gar nichts Neues. Es hat nur alles, was bis jetzt da war, in einen Topf geworfen, ne? Es ist wirklich halt, es leidet nicht ganz stark darunter, dass eben zu viel auf einmal drin ist, dass alles nur so halbherzig gemacht wird. Also, da kann man auch generell sagen, so als Aussage an alle Spieleentwickler da draußen, durch möglichst viel auf einmal reinstopfen ist noch kein Spiel gut geworden. Das sieht man ja auch an einigen oder den wirklich vielen versauten Versuchen, Strategiespiel und Rollenspiel zu verbinden. Es gibt natürlich einige, denen es geklappt hat, aber bei den meisten nicht. Bei denen zum Beispiel, die es geklappt hat, hier Spellforce 2 darf ich mal erwähnen, das ist ein meiner Meinung nach fantastisches Strategiespiel gewesen. Habe ich leider wegen technischer Mängel nie durchspielen können, aber da hat die Kombination von Rollenspiel und Strategiespiel einfach wirklich gut geklappt. Fast so gut wie in Warcraft 3 und da Spellforce hat natürlich viel mehr den Augenmerk auf diese Kombination und war deswegen so gesehen da in dem Punkt auch stärker als Warcraft 3 und das will ja schon mal bemerkt werden. Das zeigt auch, dass selbst eine Kombination von zwei Dingen durchaus eine Innovation sein kann. Innovation muss ja jetzt nicht immer die super neue Erfindung sein, die aus dem Nichts kommt, sondern es kann auch einfach sein, hey, wir haben das und wir haben das und wir bringen es zusammen und siehe da, es ist ein funktionierendes Konzept. Aber trotzdem kommt man als Gamer ja nicht darum rum, sich irgendwie auch mal was ganz Neues zu wünschen. Das kommt ja immer seltener. Ist die Frage, wie sieht das bei den Entwicklern aus? Haben die ja jetzt mittlerweile die eingesessenen Hasen, die alle schon 60 Jahre alt sind, was weiß ich, und das schon seit zig Jahren machen, so wie sie es eben machen, und einfach keine Lust mehr haben auf Innovation? Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass in der Branche es an jungen Leuten fehlt, die neue Ideen haben, aber trotzdem kommt da nichts zustande. Dazu muss man sich auch die ganze Branche mal so ein bisschen angucken. Also es gibt einerseits natürlich die großen Entwickler und die sind so stark, sage ich mal, im Kapitalismus festgesetzt, da gibt es keine wirkliche große Innovation mehr. Es geht nur noch darum, was verkauft sich gut. Und das ist eben meistens Call of Duty 15, wie es so schön heißt. Und eben nicht die Neuerung. Und die meisten wirklichen Neuerungen, die tauchen eben nämlich dann im Independent-Sektor auf, die tauchen in Mod-Projekten auf und so weiter. Also sie werden meist kostenlos im Internet verbreitet, was natürlich einerseits dafür sorgt, dass es viele Leute bekommen, aber andererseits auch dafür sorgt, dass sozusagen dieses Prinzip nie wirklich super groß rauskommt, zumindest bei den allermeisten Spielen, weil eben es nie in diese ganze Vermarktungsmaschinerie Chance hat, da reinzukommen, sondern immer so ein bisschen so ein Underground-Dasein fristet, bis vielleicht irgendwann mal irgendeiner auf die Idee kommt, hey, guck mal, da gibt's dieses Spielprinzip, das klauen wir jetzt und machen einen großen Titel draus. Und dann auf einmal wird es sozusagen als Innovation gehandelt. Ja, die guten alten Zeiten, wo eine Mod wie Counter-Strike noch plötzlich weltberühmt werden konnte, ne? Ja, das ist scheinbar fast schon vorbei, kann man sagen, weil es ist halt wirklich so, die Spielekonzerne werden immer größer und immer mächtiger. Damit meine ich jetzt nicht mehr wirklich Microsoft oder Sony jetzt, also die Konsolenhersteller. Es ist ja halt auch nicht mehr die Zeit, in der die Konsolenhersteller selbst die Spiele entwickeln, sondern es ist vielmehr eine Zeit, in der große Firmen wie EA oder Ubisoft
massiv Geld reinstecken, massiv kleinere Studios aufkaufen und alles wird immer größer, alles wird immer, ja, kapitalistischer und dadurch geht auch vielleicht viel Innovation verloren, die eigentlich in kleineren Gruppen stattfinden hätte können. Ja, natürlich. Gaming ist ein Bereich, aus dem man extrem viel Geld pressen kann. Immer mehr, immer mehr. Und ich bin mir auch sicher, dass da. Ich will jetzt niemanden der Geldgier bezichtigen, aber ich glaube schon, dass da sich manche Leute Hoffnung machen, viel Geld rauszuschlagen. Da werden natürlich viele Entwicklerstudios auch dazu angehalten, produktiv zu bleiben. Also schön, viel Spiele zu programmieren, die viel Geld wert sind. Und selbst Studios, die, sage ich mal, mit etwas kleineren Stab arbeiten, die leiden auch mittlerweile schon mit dem Problem. Die Studios gibt es seit, sagen wir mal, 85 oder 80 oder so, ne? Und die sind jetzt schon auch deutlich älter, die Leute, und sie werden auch festgefahrener in ihren Ideen. Natürlich gibt es immer wieder so Einzelfälle, wie zum Beispiel das schon genannte Minecraft, die aus dem Nichts kommen und sozusagen sofort eine gigantische Fanbase haben, eine Riesensache werden, aber es scheint schon seltener zu werden, dass sich sowas verbreiten kann. Das liegt natürlich auch daran, dass die Leute sowas einfach nicht mehr suchen. Also eine typische Innovationsquelle war ja auch lange Zeit die ganze Modding-Community, denn es gab sehr viele Spiele, die sich früher sehr leicht modden ließen, ohne große Vorkenntnisse, ohne irgendwelche Beschränkungen durch besondere verpackte Dateien oder irgendwelche anderen Kopierschutz und so weiter. Und das Ganze hat natürlich dafür gesorgt, wenn man an ganz berühmten Beispielen sieht, wie zum Beispiel Counter-Strike, dass aus diesen, sage ich mal, Hobby-Bastlern mit der Zeit Profis werden und danach werden daraus wirkliche große Firmen. Und man merkt halt leider heute, dass das gesamte Modding sehr stark eingeschränkt wird. Es gibt nur noch wenige Studios, die es sogar nur tolerieren, geschweige denn welche, die es aktiv fördern, dadurch, dass sie eben Editoren releasen, die, sage ich mal, auch von, die zwar viele Möglichkeiten bieten, aber auch gleichzeitig noch bedienbar bleiben. Das liegt natürlich auch daran, dass Konsolen mittlerweile wesentlich beliebter sind als PCs selbst. Und eine Konsole kannst du natürlich viel schlechter modden, viel schlechter editen als an einem Computer, ne? Fallen dann auch die großen Unterschiede eben auf zwischen den Systemen. Wenn wir uns jetzt auch zum Beispiel als Beispiel mal Skyrim ranholen, wo zum Beispiel viele Erweiterungen und viele Patches zwar auf der Xbox zuerst kommen, aber dort dann immer wieder stark verbuggt werden, dann wird wieder was nachgeliefert und so weiter. Und am PC dauert das alles was länger, aber man merkt eben schon, das System hat noch seine Vorteile und dann ist auch dieses riesige Problem, was eigentlich auch auf jedes Entwicklerstudio zukommt, das selbst Innovation versuchen will. Man muss ja heutzutage auch nicht nur ein Spiel für den PC entwickeln oder für den Gameboy entwickeln. Du musst ja quasi ein Spiel quasi für alle Konsolen auf einmal raushauen. Hat ja alles auch wieder mit dem Vermarktungswert zu tun. Ich finde aber, es gibt auch durchaus Spiele, die sich im Mainstream befinden. Wie zum Beispiel, ja, Alice Madness Returns finde ich ein ganz gutes Beispiel, die auch ein völlig standardmäßiges Konzept haben, aber da wiederum vom Artwork so beeindruckend sind, dass sie tatsächlich Innovationswert haben. Und das ist natürlich dann auch so ein Bereich, das Design einfach. Klar, innovatives Design ist natürlich, ja, wie man schon sagt, es ist halt wirklich auch noch ein großer Faktor, der überhaupt Innovationen bringen kann. Weil was heißt es denn, wenn man eine andere Steuerung hat und sowas? Kann selbst ein anderer Style, kann so komplett aus dem Nichts etwas Neues schaffen. Ein Designwechsel oder ein fast schon innovatives Design auch schiefgehen kann, sieht man ja leider auch bei einigen Spielen, wie zum Beispiel Rise of Legends, was an sich ein wirklich verdammt gutes Strategiespiel ist, gameplaymäßig. Es ist eine gelungene Fortsetzung dieses gebietsbasierten Spiels, wie schon Rise of Nations war, was ja relativ beliebt war, aber dadurch, dass es eben den Style geändert hat in Richtung Steampunk, Fantasy, fast schon Science Fiction, ist eben eine große Zielgruppe, nämlich die Leute, die diesen Realismus und dieses durch die Zeitalter gehen haben wollen, verloren gegangen. Und da sieht man eben, dass leider neues Design, auch wohl es jetzt zum Beispiel Leuten wie mir persönlich super gut gefällt, andere Leute abschrecken kann und damit auch wieder die ganze Erfolgsschiene sozusagen abwirkt. Ja gut, sowas darf natürlich nicht passieren, aber das ist immer das Problem bei Innovation, dass es natürlich auch schiefgehen kann in jedem Sinne. Man merkt dann eben auch diese ganze Problematik, was man eigentlich abwägen muss. Also man kann jetzt als Spieler zwar immer so sich groß hinstellen, wie wir es jetzt gerade zum Beispiel tun und sagen, hier, das ist nicht innovativ und das ist nicht innovativ und also wirklich, was machen diese Studios da und so weiter, aber wenn man mal die ganze Geschichte des Gamings betrachtet und so weiter, dann merkt man, es ist wirklich nicht einfach, denn sobald du irgendeine Neuerung machst, kann es genauso gut nach hinten losgehen. Gut, aber ich finde, was viel öfters daneben geht, ist einfach, wenn du gar keine Neuerungen machst. Und wenn ich so durch die Spielregale gehe, ich sehe ein
geklontes Spiel nach dem anderen. Ich habe diese Spiele alle schon gesehen. Klar haben die ein neues Design, klar haben die eine neue Story, sage ich mal. Aber die sind alle nicht interessant, denn ich weiß genau, was das für ein Spiel ist. Ich sehe die in das Cover an und weiß auch schon genau, was in diesem Spiel stattfinden wird. Ich weiß, wie man steuert. Ich weiß, auf welche Taste man schießen wird. Das kann doch nicht sein. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, es gibt viele Spiele, wo man sich fast wünschen würde, warum haben sie zum Teufel nicht Teil 1 nur mit einer anderen Story gemacht, sondern dass die dann versucht haben, irgendwas Innovatives reinzubringen oder zumindest einen Wechsel reinzubringen. Ich denke da jetzt an Dragon Age 2, was eine komplett andere Steuerung wie Teil 1 hat, die zwar jetzt nicht vollkommen verhunzt ist, aber dadurch wird einfach jegliche Komplexität aus dem Kampf genommen und es wird eher zu so einer Art Button-Mashing und so weiter. Also es ist halt wirklich das Problem, dass du, wenn du einen Richtungswechsel anstrebst, damit will ich jetzt nicht wirklich entschuldigen, dass es so wenig Innovationen gibt. Also natürlich, das ist ein großes Problem und es kann genauso gut eine Spielreihe ruinieren, aber auf der anderen Seite, zu viel Innovation kann eben auch dafür sorgen, dass die Fans davon abkehren, dass du das Gefühl hast, du fühlst dich nicht mehr wohl in diesem Spielkonzept. Also du musst es immer schaffen, sobald du was Neues reinbringst, dass dieses Gefühl und diese Aura sozusagen des Spiels, der Spielereihe erhalten Ich bleibt. persönlich finde, ein Spiel ist irgendwie wie eine Band. Die muss sich immer weiterentwickeln in ihrem Stil, aber trotzdem irgendwo den Fans noch das bieten, was sie halt eben daran mögen. Und beim Spiel ist es ja nicht anders. Zum Beispiel Halo Reach hat ja praktisch den Schritt gemacht, Specials einzubauen, Sprinten, Evaden. Da waren manche Leute ja schon ein bisschen skeptisch, die ganzen Halo-Veteranen. Die haben dann angefangen, am Anfang von Halo Reach Classic Slayer zu spielen, also praktisch einen Modus, wo es gar keine Fähigkeiten gab. Aber mit der Zeit haben die Leute dann gemerkt, dass diese Fähigkeiten sich gut einbinden, dass sie das Gameplay nochmal komplexer, nochmal spannender machen, nochmal abwechslungsreicher machen. Und dann hat es zwar was gedauert, aber auch die Veteranen haben dann praktisch eingesehen, dass das Spiel im Grunde genommen besser macht, auch wenn es nicht mehr so ist wie früher. Wo wir auch schon wieder sind bei dem Prinzip sozusagen, dass auch eine kleine Innovation viel ändern kann. Denn gerade in einem Konsolenshooter, wie es eben Halo ist, muss man schon zugeben, das ganze Skill bekommen, sage ich mal, und besser werden, ist schon dadurch begrenzt, dass es eben die Zielhilfe gibt. Das heißt, du kannst da bis zu einem bestimmten Grad besser gehen, aber der Rest hängt dann eher von Positionierung ab, davon ab, wie schnell du die Waffen bekommst, davon ab, wie gut dein Teamplay ist und so weiter. Aber das wirkliche Ziel sozusagen, was ja zum Beispiel bei vielen Shooter und sonst so das Zentrale ist, dass du quasi dieses unfehlbare Aiming kriegst, das ist ja da komplett weggenommen. Und gerade da setzen dann diese Anzugsfähigkeiten an, wie zum Beispiel ein simpler Sprint, den du hast, der kann das Gameplay so stark bereichern und so viel serieninterne Innovationen geben, dass es sich auf einmal wieder frisch anfühlt. Und das ist dann jetzt auch zum Beispiel die große Herausforderung für Halo 4, wo ich dann schon sehen will, es muss sich besser oder anders als Reach spielen, aber andererseits muss es schon noch die sozusagen darauf aufbauen vom Gameplay her. Naja, was ich bei Halo 4 natürlich will, ist, dass der ganze Bullshit, sag ich mal, aus Teil Reach rausgenommen wird. Ich sag nur Armor Lock und Lag in Kombination, ne? Sowas darf nicht mehr sein, einfach. Auch diese ganzen Nutzlos-Waffen, die eingebaut wurden, das will ich auch nicht mehr sehen. Und ich würde auch langsam darüber freuen, dass man eine ordentliche Synchronisation da drin ist. Solche Sachen, das sind halt eben die Sachen, die ich haben will. Aber bei Halo, bin ich ganz ehrlich, ich als Fan der Serie will natürlich nicht, dass sie jetzt anfangen, daraus einen völlig anderen Shooter zu machen. Ich mag es ja so, wie es ist. Sie sollen nur die Sachen nehmen, die da sind, und wesentlich verbessern. Das wäre für mich dann schon Innovation genug. Es gibt ja die große Anzahl auch an Spielern momentan, die so diese ganze Retro-Schiene fahren. Ich selbst habe auch damit angefangen, mir wieder etwas ältere Konsolen zu holen, etwas ältere Spiele zu spielen und zu merken, hey, so schlecht waren die gar nicht. Aber ich finde, es ist sehr wichtig, wenn man sich auf dieser Retro-Schiene bewegt, dass man auch merkt, dass das nicht der einzige Weg ist sozusagen. Es ist immer schön, sich die alten Erinnerungen und so weiter anzugucken und die Nostalgie spielt ja mit rein, was du früher mit deinen Freunden irgendwie selbst in der Grundschule oder wann auch immer gespielt hast. Es spielt alles mit rein, aber man sollte sozusagen nicht engstirnig werden und nur noch denken, so alles war da besser. Und genauso ist es auch mit der Innovation. Man sollte nicht so diese ganz pure Sichtweise haben, so nach dem Motto, was, das ist ja wie der Teil davor, das ist Mist. Sondern man muss es immer differenziert sehen. Man muss immer sehen, wie ist es insgesamt? Wie wirkt es insgesamt? Ist es sozusagen jetzt von allen Richtungen her noch tauglich? Oder ja, läuft es auf dasselbe hinaus wie vorher? Ja, natürlich. Aber so als Spieler, finde ich, wird man trotzdem irgendwo traurig. Ja, wirklich traurig, wenn man durch die Gamescom geht und einfach nichts sieht, wo man sich denkt, boah, das sieht jetzt aber interessant aus, das will ich mir angucken.
Da muss ich dir auf alle Fälle recht geben, denn es ist halt auch wirklich schade, du guckst dir die Spiele-Trailer an, jetzt auch bei der E3, also da werden ja immer eine ganze Welle von Spiele-Trailern, die dann im Internet zu sehen sind, und du guckst das alles an und es gab früher wirklich diese Momente, wo du dann so da saßt und einfach nur gestaunt hast und nach dem Motto, boah, geil, was ist das denn? Und wenn du dich dann quasi auf ein Spiel am meisten freust, das eine Neuauflage von dem alten Spiel ist so ungefähr, dann merkt man, dass es schon auch durchaus ein Innovationsproblem in der Genre, in der, ja, in der Szene gibt. Das war ja schon bei der letzten Gamescom so. Ich erinnere mich noch ganz genau, wie das, worauf man sich am meisten gefreut war, das neue das neue WoW-Add-on war. Oder dann Skyrim-Teil, also der neue Elder Scrolls-Teil. Und ich erinnere mich jetzt an kein einziges Spiel, was neu war und was mich dann irgendwie interessiert hätte. Liegt natürlich auch daran, dass du dann einen neuen Namen siehst und dir nichts weiter dabei denkst, nach dem Motto interessiert mich nicht und vielleicht später findest du es gut, aber ich erinnere mich einfach nicht daran, dass irgendein neues Spiel rausgekommen wäre, was mich wirklich interessiert hat. Genauso was auf dieser Gamescom. Ich habe was Sequels gesehen, die mich interessiert haben, dann habe ich Dishonored gesehen, das war tatsächlich das einzige Spiel, was irgendwie vielversprechend aussah von den sozusagen neuen Nicht-Sequels. Aber sonst war es das und ich finde, da geht doch irgendwie mehr. Ich meine, es kann ja nicht sein, dass wir so Formate haben und dann einfach immer weiter das produzieren. Resident Evil 6, Devil May Cry 5, Borderlands 2, nichts gegen Borderlands, um Gottes Willen, aber trotzdem. Es kann nicht sein, dass wir schon alles ausgeschöpft haben, was es bei Spielen rauszuholen gibt. Das kann nicht sein, das sehe ich auch, das sehe ich einfach nicht ein. Ich finde, die Entwickler sollten sich mal auf den Arsch setzen und sich neue Konzepte überlegen, denn da gibt es garantiert Tausende. Und man müsste nur ein bisschen kreativ, vor allem ein bisschen Mut an den Tag legen. Und da würde man bestimmt noch was finden, was sich auch gut verkauft. So langsam auch, um zum Abschluss zu kommen, dann kann ich mich dem sehr gut anschließen, denn es gibt einen besonderen Aufreger, der mir in der letzten Zeit aufgefallen ist, nämlich dass jetzt demnächst, beziehungsweise es befindet sich ja sogar schon in Entwicklung, nämlich Elder Scrolls Online. Und da kann mir sozusagen, da läuten alle Alarmglocken. Es ist egal, wie gut dieses Spiel produziert wird. Es ist egal, wie aufwendig die Grafik ist. Es ist egal, wie super perfekt die Musik ist und so weiter. Es ist einfach der falsche Weg. Was ist daran so schwer, dass sich ein Entwicklerstudio wieder hinsetzt und sagt, nach weiß ich was, zwei Teilen Age of Empires machen wir mal ein anderes Spiel, anderes Genre und so weiter. Und du kannst ja dann trotzdem damit Werbung machen, sagen, wir sind die Entwickler von dem und dem berühmten Spiel. Aber nein, was machen wir? Wir machen nach fünf Teilen, die jetzt nicht schlecht sind, das will ich damit nicht sagen, aber wir machen nach fünf Teilen natürlich das gleiche online. Und das ist sozusagen dieses riesige Problem, dass man das Gefühl hat, einfach die Entwickler trauen sich auch einfach nicht mehr mal wieder was anderes zu machen. Es ist einfach hemmungslose Ausschlachtung des Namens einfach, des Namens Elder Scrolls, denn ich glaube, das Online-Spiel wird nicht mehr viel mit den Solo-Spielen zu tun haben, mal abgesehen von der Story und von der Welt an sich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein wirklich gutes Elder Scrolls wird oder irgendwas mit der Serie zu tun haben wird oder irgendwas von dem sein wird, was die Fans erwarten, wenn sie Elder Scrolls hören. Und das finde ich einfach unverschämt, dass dann praktisch für Elder Scrolls Online dann dieser Name herhalten muss. Für ein Spiel, was, ich meine, für mich gehört es bei Elder Scrolls einfach dazu, dass es offline ist. Und dann einfach dieses Online zu machen, das ist so typisch, dieses Free-to-Play-Gedöns, dass man einfach jetzt unbedingt diese Online-Schiene fahren muss. Und dass man damit super Geld verdienen kann, ist mir ja klar, aber das kann es nicht sein. Die haben mit Skyrim bestimmt genug Geld verdient. Auch einfach mal von mir aus dann auch stumpf noch The Elder Scrolls 6 raushauen, das wäre mir egal, ich würde es spielen, auf jeden Fall. Es geht mir nur darum, dass die dann praktisch nicht auf diesen Anti-Innovationszug aufspringen, dann ein Online-Spiel daraus machen. Das finde ich wirklich einfach ganz furchtbar. Es ist besonders deswegen sehr schlimm, weil es steht ja das mahnende Beispiel wirklich perfekt da, nämlich Star Wars Online, also Old Republic. Denn es gab zwei wirklich gute BioWare-Rollenspiele, also die ersten beiden Teile, also Knights of the Old Republic und Knights of the Old Republic 2, welche wirklich ein sehr gutes Gameplay hatten. Es waren wirklich gute Rollenspiele, sie hatten eine gute Story, sie hatten gute Sequenzen und so weiter. Und was machen sie, statt einfach zum gottverdammten Teil 3 zu machen, machen sie daraus ein Online-Spiel, das merkwürdigerweise all diese Story-Elemente und so weiter schon verarbeitet hat. Aber warum zum Teufel musste daraus ein gameplay-technischer WoW-Klon werden? Was war daran so schwer, einfach Teil 3 zu machen? Das wäre trotzdem ein Riesenerfolg gewesen und sie hätten damit sicherlich auch mehr Geld gemacht als mit dem Verlustgeschäft. Und wenn es jetzt so unglaublich heiß daraus sind, Multiplayer-Spiele zu machen, dann hätten sie daraus etwas schon fast Innovatives in heutigen Tagen machen können, nämlich ein Koop-Spiel. Ein Koop-Rollenspiel, das wäre es mal gewesen, aber das wäre wahrscheinlich wieder zu innovativ gewesen. Man muss ja auf die
MMORPG-Schiene noch aufspringen, wovon es ja noch nicht genug gibt, ne? Und die alle gegen WoW klatschen und dann plötzlich nicht mehr erfolgreich sind, vielleicht außer Guild Wars 2. Hat ja bei Star Wars auch nicht geklappt, das macht ja gar keinen Sinn dann. Um sozusagen für mich die ganze Sache abzuschließen, ich finde, Innovation ist wichtig, war immer wichtig, ist vielleicht nicht immer einfach, aber ja, wir wären erstens nicht da, wo wir heute sind, sozusagen im Gameplay, wenn wir schon immer so gewesen wären, wie es im Moment gehandhabt wird. Und ich hoffe halt wirklich, dass sich neue Konzepte noch durchsetzen können und dass, sagen wir mal, junge Entwickler eine Chance haben und dass es vielleicht auch trotzdem von anderen Spielen vielleicht mal wieder ein Teil 2 geben wird, von denen es keinen gab. Ja. Damit verabschiede ich mich für meinen Teil. Wie möchtest du dich verabschieden? Ja, liebe Grüße. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und Kommentare, Kritik, was auch immer euch einfällt, Hates, wenn ihr gerade Lust habt, dann bitte unten in die Comments.